Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Muss man in Wien monatelang auf einen Termin in einer HNO-Ambulanz warten? Wenn ja, warum? Kehrt Corona im Herbst zurück und ist die Stadt Wien, ist eigentlich Österreich vorbereitet? Wie schaut es eigentlich mit dem Impfen aus? Und was sagt er zu der Teuerung und sollte die Bundesregierung da mehr machen? Das möchte ich jetzt Wiens Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker fragen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hacker, ich fange als Erste mit der Meldung an, die heute quer durch alle Medien gegangen ist. Jemand, der gesagt hat, er muss monatelang auf einen Termin in einer HNO-Ambulanz in Wien warten. Für Kinder sei es sogar noch schwieriger. Die würden erst im Februar einen Termin kriegen. Was ist da los? Also ich kenne diesen Einzelfall nicht und er ist ein bisschen merkwürdig offen und ehrlich gesagt, weil ich habe gelesen, ich habe noch nicht recherchieren können, respektive ich habe das Ergebnis der Recherche noch nicht, aber ich habe gelesen, dass die Überweisung von einem Facharzt gekommen ist, und zwar von einem Facharzt auf das gleiche Fach. Und das klingt dann ein bisschen merkwürdig, weil wenn die Überweisung beinhaltet hat, irgendeine lebensbedrohliche oder wirklich Gesundheitsbeeinträchtigung, dann weiß ich, wäre der Patient sofort dran gekommen. Natürlich, wir behandeln jeden Tag sofort Patienten, und zwar Tausende in den Wiener Spitälern. Hier muss es offensichtlich um eine Routineuntersuchung gegangen sein, und da stellt sich mir schon auch die Frage, wieso hat denn der niedergelassene Facharzt selbst gemacht? Also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass das Spital nicht der einzige Ort der Gesundheitsversorgung sein kann. Wir sprechen davon, dass wir niedergelassene Fachärzte der unterschiedlichen Fächer brauchen, damit dort Behandlung stattfinden kann. Dort gibt es einen Mangel, einverstanden. Mhm. Also ich weiß, dass viele Patienten in Wien, und zwar dramatisch viele Patienten, keine Ärzte mehr finden. Das ist ja der Grund, warum wir die ganze Zeit so eine heiße Diskussion führen über das Gesundheitssystem. Aber das dürfte in dem Fall ja nicht der Fall gewesen sein, weil wenn ich es richtig gelesen habe und richtig wiedergegeben gelesen habe, dann wurde er von einem Facharzt überwiesen. Das heißt, er war ja schon ein Facharzt. Also mir ist das ein bisschen merkwürdig. Klar ist, dass für Routineuntersuchungen, gesunden Untersuchungen, was auch immer, bitte ich um Verständnis, dass man im Akutspital nicht morgen drankommen kann. Das ist nicht die Aufgabe. Aber klar ist, wir behandeln jeden Tag wirklich tausende Patienten mit akuten Ereignissen nach Unfällen, schwerer Erkrankung, schwerer Diagnostik. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber wenn es offensichtlich eine Routineuntersuchung war, die der Facharzt auch machen kann, stellt sich die Frage, wieso hat er das nicht selbst gemacht? Diese Frage werde ich erst nachgehen können. Bevor wir zu Corona und dem Herbst und der Impfung kommen, Sie und eigentlich alle Gesundheitslandesräte und auch Landeshauptleute fordern ja auch mehr Geld vom Gesundheitsminister oder von der Bundesregierung, vom Finanzminister in den Finanzausgleichsverhandlungen, eben wegen durchaus systemischen Problemen im Gesundheitsbereich. Wie laufen denn die Verhandlungen mit Magnus Brunner? Sie verlaufen im Augenblick nicht sehr erquicklich, ganz offen und ehrlich gesagt. Es hat jetzt dieser Tage wieder eine zweitägige Runde gegeben mit den Beamteten, Vertretern aller Bundesländern, dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Finanzministerium und der Sozialversicherung. Und ehrlich gesagt ist uns ein Text vorgelegen worden vom Bund, der im Wesentlichen die derzeitige Gesetzeslage abbildet. Also es wurde uns das derzeitige Gesetz auf den Tisch gelegt in dieser Sitzung mit einigen kleinen Adaptierungen. Aber offensichtlich hat die Bundesregierung ihr Vorhaben, eine Gesundheitsreform zu machen, abgeblasen, weil sonst hätten wir so einen anderen Text auf den Tisch kommen. Es hat ein bisschen Ratlosigkeit geherrscht, was das jetzt heißen soll, wenn der Bund vorlegt, dass derzeitige Gesetz und ein paar Kleinigkeiten ändert, dann ist es keine Reform, sondern das Gegenteil von einer Reform. Es wurde beraten, dass es jetzt zu einer politischen Runde kommen soll, zu der der Gesundheitsminister einlädt. Schauen wir mal, was passieren wird. Wir sind im Augenblick ein bisschen ratlos und haben das Gefühl, dass keine ernsthaften Finanzausgleichsverhandlungen geführt werden. Also weder im Hinblick auf eine Gesundheitsreform, Pflegereform wird sowieso nicht besprochen, da gibt es gar keine Bewegung in dieser Fragestellung. Aber auch die sonstigen Gespräche zu den Finanzausgleichsverhandlungen kann man jetzt nicht gerade wahrnehmen, dass da großes Prickeln abgeht. Also wir haben das Gefühl, es wird moderiert. Ich habe die Wahrnehmung, dass in allen Bundesländern auch völlig parteiunabhängig
die Verärgerung schon fast verraucht ist und in der Zwischenzeit eher Ratlosigkeit existiert, wie sich der Bund das jetzt eigentlich vorstellt, was eigentlich der Plan des Bundes ist. Und das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch viele Politikfelder, wo man im Augenblick ja eher nur ratlos zuschauen kann, was ist jetzt eigentlich wirklich der Plan. Das betrifft die Finanzausgleichsverhandlungen, wo es ja wirklich geht um die grundsätzliche Frage des Funktionieren unseres Landes. Da geht es ja nicht um eine Subventionsansuche der Länder. Das heißt, wenn es da nicht mehr Geld gibt, funktioniert es auch nicht mehr? Kann nicht funktionieren. Also unser Land hat schon einen grundsätzlichen Ordnungsaufbau. Und da gibt es Gebietskörperschaften, die haben Pflichten. Und diese Gebietskörperschaften sind der Bund, die Länder und die Gemeinden. Wir haben Pflichten, die stehen in der Verfassung. Und der Finanzausgleich ist auch keine Subventionsansuchung, Abhandlung oder Abarbeitung, sondern es geht darum, dass wir vereinbart haben in unserer Republik, dass alle Steuereinnahmen der Bund macht. Er macht sie für uns. Wir reden nicht über das Geld des Bundes, wir reden über unser Geld. Und zwar für unser Geld, nicht weil wir gierig sind, sondern weil wir unsere Aufgaben erfüllen müssen. Das geht weit über mein Ressort hinaus. Da geht es um die Frage der Kindergärten, da geht es um die Frage der Wohnbauförderung, da geht es um die Frage der Schulen und. Die Infrastrukturausbauten, die wir brauchen, die Klimaschutzmaßnahmen. Also um alle diese Fragen geht es, die in unserem Aufgabenbereich sind, wo der Bund für uns die Steuern der Österreicherinnen und Österreicher einnimmt und jetzt gefälligst sich einmal hinsetzen müsste und ernsthafte Gespräche beginnen muss. Wie werden die Gelder der Österreicher aufgeteilt, damit die drei Gebietskörperschaften, Bund, Länder, Gemeinden, ihre Aufgaben erfüllen können? Darum geht es in Wirklichkeit im Finanzausgleich. Etwas, das im Herbst vielleicht auch auf Österreich zukommt, zumindest wenn man internationalen Berichten folgt, ist auch wieder ein Anstieg von Corona gleichzeitig mit dem RSV-Virus und einer Influenza. Das wird zumindest in Frankreich, in Großbritannien und in den USA erwartet. Wie sehr sind wir denn darauf eingestellt und was sagen Ihre Experten? Also wir sind einmal darauf eingestellt, das ist einmal klar, wir sind darauf eingestellt. Besteht im Augenblick ein Grund, daran zu denken, wieder Maßnahmen hochzufahren, die wir alle kennen aus der Phase der scharfen Pandemie, da kann ich sagen, ich sehe im Augenblick keinen Grund dafür, sage ich in aller Klarheit. Ist es deswegen gleichgültig, was passiert? Nein. Also es hat schon einen Sinn im Augenblick, das Monitoring hochzufahren und es ist so, wie Sie sagen, wir sehen seit Ende Juli einen Anstieg einer neuen Covid-Variante, der schon sehr bemerkenswert ist, der nicht so ist, wie wir es aus der Pandemie kennen, wo wir ja gemonitort haben, das ganze Land gemonitort haben und jeden Tag plus 20% wahrgenommen haben. Dort sind wir überhaupt nicht, aber wir sehen einen deutlichen Anstieg seit Ende Juli, eine Variante, das war auch abzuschätzen. Wir sehen auch einige Patienten im Spital, wir haben in den Wiener Spitälern 42 Patienten, die im Augenblick behandelt werden. Darunter auch eine Handvoll Patienten, die tatsächlich auch beatmet werden müssen. Aber das ist sozusagen für einen großen Spitalsbetreiber, wenn man so will, Alltag. Ich will mich jetzt nicht, despektierlich missverstanden wissen, aber es ist Alltag, dass Menschen mit Infektionserkrankungen zu uns im Spital kommen und dort behandelt werden. Es ist kein Grund zu einer großen Sorge, was nicht heißt, dass Sorglosigkeit das Prinzip jetzt sein kann. Wir werden es weiter genau beobachten. Wir haben unser Abwassermonitoring, wir haben das Monitoring, was passiert im Spital. Wie stark sieht man es denn im Abwasser? Man sieht es deutlich im Abwasser, darum habe ich gesagt. Also das, was ich gesagt habe, seit Juli sehen wir deutlich im Abwasser. Und natürlich zu Recht wird gewarnt davor, wenn man so will, von den Experten. Wir werden natürlich im Herbst wieder eine Grippewelle haben. Wir werden heuer zum ersten Mal erleben eine Umstellung in der österreichischen Impfpolitik. Wir Bundesländer haben ja gefordert und sind der Meinung, dass Impfen eine Aufgabe der Krankenversicherung sein muss, als Präventionsmaßnahme gemäß dem ASVG, sind wir der Meinung. Und tatsächlich findet heuer zum ersten Mal statt Grippeimpfen in der Organisation der österreichischen Gesundheitskasse. Also wir werden schauen, wie gut das funktioniert. Ich bin da zuversichtlich und hoffe, dass die österreichische Gesundheitskasse gut vorbereitet ist. Sie hat jedenfalls den Ärztinnen in Österreich schon angeboten, Impfdosen vorbestellen zu können. Und da wird das Impfprogramm halt im Herbst stattfinden. Wie gut es ist oder nicht gut es ist, werden wir alle sehen. Aber ich halte es für gescheit, dass die Krankenkasse sich ums Impfen kümmert, was ganz normale Grippeimpfung betrifft. Und wie schaut es mit der angepassten Corona-Impfstoffen aus? Weil zumindest für Risikogruppen wird es ja empfohlen. Genau, also wir hören, dass es eine Entwicklung gibt eines angepassten Impfstoffes für Covid.
Das hören wir mit einer sehr hohen, wie soll ich sagen, Credibility. Ja? Mhm. Also wir hören das. In den USA gehen sie schon fix davon aus. Richtig, also wir können da eigentlich davon ausgehen und meine Experten gehen auch davon aus, dass wir im September einen adaptierten Impfstoff haben, der dann natürlich auch zur Impfung zur Verfügung stehen wird. Es ist noch zu früh, um Details sagen zu können, weil wir sie nicht wissen. Also das Wichtigste ist zunächst einmal, kriegen wir die Bestätigung von den europäischen Zulassungsbehörden, dass dieser adaptierte Impfstoff zugelassen ist. Dann kann man mit der Wirtschaft und in der Industrie und den Produzenten darüber diskutieren, wie schnell ist wie viel Impfstoff verfügbar. Dann muss der Bund den entsprechend beschaffen und dann kann er auch verimpft werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch im Laufe des September, in der zweiten Hälfte des September, Klarheit darüber haben werden. Und soll das dann gratis sein? Naja, ich gehe mal davon aus, dass der Gesundheitsminister in diese Richtung denkt. Wir kommen schon zum Abschluss. Sie sind ja auch Soziallandesrat und natürlich trifft die Teuerung auch sehr viele Wiener. Ja. Es ist gerade in Wien natürlich mit Mieterhöhungen, es leben hier mehr Menschen in Miete, aber auch die generellen Lebenserhaltungskosten sind immer steigender. Wird da genug gemacht? Ja und nein. Also ich finde, dass wir in Wien sehr viel kompensiert hat, wo wir eigentlich zu erwarten hätten, dass der Bund hier etwas tut. Das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also man hat immer das Gefühl, es wird viel angekündigt und es werden Probleme angesprochen und fragt man sich immer, okay, aber die Regierenden haben eigentlich Lösungen anzubieten und nicht Probleme zu benennen. Und das ist etwas, was ich im Augenblick ein bisschen erstaunlich finde, dass permanent Themen angerissen werden von der Regierung als Problemzone, aber keine Lösungen kommen. Und das passt zum Finanzausgleich genauso wie zu diesem Thema. Jetzt haben wir wieder gehört, die Frau Ministerin macht sich Sorgen wegen der Zuwanderung ins Sozialsystem. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht. Es gibt keine Zuwanderung ins Sozialsystem, es gibt eine Zuwanderung. Und ich gehe mal davon aus, und ehrlich gesagt mit einem guten Gefühl gehe ich davon aus, dass sowohl der Innenminister als auch der Arbeitsminister ihren Job machen, wenn es um Aufenthaltsbewilligung und Beschäftigungsbewilligung geht. Und die Ministerin sollte eigentlich wissen, dass in der österreichischen Gesetzgebung, auch der des Bundes, drinnen ist, Zuwanderung ist nur möglich, wenn ich einen Arbeitsplatz anbieten kann oder habe und eine Krankenversicherung habe, auch dann, wenn ich eine Ausbildung mache. Also ich verstehe nicht, welche Mythen und Geschichten da permanent aufgebaut werden, anstatt dass Lösungen geboten werden. Faktum ist, das wissen wir, wir werden nächste Woche auch dazu eine Fachveranstaltung haben, die auch öffentlich zugänglich und mitschaubar sein wird über das Internet, wo klar ist, dass die Teuerung über die Energiekosten sich durchgeschlagen hat auf die Wohnkosten, sich durchgeschlagen hat auf die Lebensmittelkosten. Klar ist, dass die Teuerung die Einkommen der niedrigen Ebenen viel stärker betroffen haben als die Menschen, die ein hohes Einkommen haben. Wir wissen, dass die Haushalte im unteren und mittleren Segment eine Teuerung haben, nur in den Faktoren Wohnungskosten, Energiekosten und Lebensmittelkosten von weit über 50% des Betrages, der diesem Haushalt als monatliches Einkommen überhaupt zur Verfügung steht. Wir haben der Stadt sehr viel gemacht, mit zunächst Energiebonus, jetzt mit dem Wohnbonus, der jetzt gerade die letzte Tranche im August läuft und bis Ende September noch beansprucht werden kann. Wir haben insgesamt den Haushalten in Wien, und zwar sowohl im unteren als auch im mittleren Segment der Einkommensskala, also in Wirklichkeit zwei Drittel der Haushalten, bis zu 1.400 Euro zusätzliche Unterstützung gegeben. Das ist wesentlich mehr als der Bund und wir haben es gemacht in Kompensation. Halte ich nicht für gut in Wirklichkeit. Es wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass angesichts dieser riesigen Teuerung, dieser riesigen Inflationsrate, die unser Land viel stärker betroffen hat als andere Länder in der Europäischen Union, also man kann sich auch nicht auf die EU ausreden in dieser Frage, aber wenn nicht reagiert wird seitens einer Bundesregierung, dann wird eine Bevölkerung von solchen Entwicklungen in der Wirtschaft, in der Industrie, in den Teuerungen voll getroffen. Und ich freue mich natürlich, dass wir den Wienern helfen konnten. Und ich kriege das ja auch als Feedback. Die Wiener wissen das ja auch. Die haben das ja wirklich im Börsel gespürt. Noch dazu haben wir einen wirklich, wie ich finde, coolen Prozess auch eingehängt, wo die Leute einen Antrag stellen und binnen 4 Tagen kommt im Durchschnitt das Geld wirklich aufs Konto. Also das ist doppelt geholfen, wenn man schnell hilft. Aber bin ich sozialpolitisch zufrieden damit? Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass es hier eine wirkliche Kraftanstrengung dieser Bundesregierung gibt, den Menschen zu helfen in dieser Situation. Das hat nicht stattgefunden. Und das ist ehrlich gesagt keine erquickliche Erkenntnis. Und das spürt man ja auch, wenn man mit den Menschen redet. Die sind ja enttäuscht. Die sind ja im Augenblick sprachlos.
ein bisschen erstaunt, über welche Themen wir in dem Land diskutieren. Und man sich, wenn man aus der, ein bisschen mit Distanz aus Urlaub zuschaut, ja fast geniert, was für läppische Debatten bei uns stattfinden. Stichwort Geld in der Verfassung. Ich meine, das ist ja kaum zu packen in Wirklichkeit. Anstatt dass wirklich diese Regierung die Themen, die im Augenblick am Tisch liegen und den Menschen wirklich unter den Fingernägeln bringen, angreift. Gut, nächste Woche findet eher eine Sondersitzung im Parlament zum Thema Teuerung statt. Wir werden es beobachten und sicher wieder darüber reden. Danke, Peter Hacker, für das Gespräch. Danke für deine Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.